herzlich willkommen, liebe Zuschauer und natürlich wieder alle Eisenbahnfreunde zum Teil 2 unserer Dokumentation über die Zackenbahn. Heute fahren wir dann von Petersdorf auf polnisch Pichowice weiter bis zum Endbahnhof ins tschechische Kosenov. Nach der Eröffnung der Strecke Hirschberg-Petersdorf im Jahre 1891 blieb für einige Jahre der Weiterbau der Strecke nach Grüntal offen. Erst am 8. Juni 1897 kam wieder Bewegung in den Bahnbau. Durch einen weiteren Erlass des preußischen Königs zum Bau einer Eisenbahn von Petersdorf nach Grüntal wurde die Summe von 6.180.000 Mark zur Verfügung gestellt. Der Katasterplan zeigt die benötigten Flächen für den Bahnbau und zeigt auch, dass große landwirtschaftliche Flächen dabei zerteilt wurden. Den Bau der Bahn setzte auch eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Deutschen Reich und dem Kaiserreich Österreich-Ungarn voraus. Am 5. November 1898 wurde der Staatsvertrag zwischen den beiden Kaiserreichen unterzeichnet. Jetzt erst konnte der Weiterbau beginnen. Ab Petersdorf beginnt die lang anhaltende Steigung von 40 Promille. In einer großen angelegten Bahnschleife gewinnt die Strecke an den Flanken des Isargebirges rasch an Höhe. Wobei neben tiefen Einschnitten auch hohe Dämme überquert werden. Nach dem stillgelegten Haltepunkt Seifershau und Überquerung des Kleinen Zacken wird der 150 Meter lange Moltke-Tunnel erreicht. Unmittelbar hinter dem Tunnel eröffnet sich kurz der Blick auf das Riesengebirgsmaß. Diesen herrlichen Ausblick auf das Gebirge können die Fahrgäste seit der Öffnung der Bahn genießen. Wir erreichen den Bahnhof Niederschreiberhau, auf polnisch Śląska Poręba Dolna. Der am 25. Juni 1902 in Betrieb genommene Bahnhof besaß ein Durchgangsgleis, 2 Überholgleise und ein Schuppengleis. Wegen der in der Nähe befindlichen Lungenheilstätte Moltkefels und anderer Erholungsheime hielten hier sogar Kurswagenzüge aus Berlin und Dresden. Der in den Fels getriebene Moltke-Einschnitt am Bahnhof Niederschreiberhau galt früher als einer der tiefsten Bahneinschnitte Deutschlands. Ein überdimensionierter Signalmast, es war mit 31 Metern zugleich Deutschlands höchster Signalmast, ermöglichte so die Sicht des Lokführers aus Richtung Mittelschreiberhau kommend auf das Einfahrsignal des unmittelbar hinter dem Einschnitt liegenden Bahnhofes Niederschreiberhau. Auf unserer Fahrt weiter nach Oberschreiberhau durchqueren wir jetzt den Moltke-Einschnitt.
Weiter auf dem Weg nach Oberschreiberhau erreichen wir den Bahnhof Mittelschreiberhau, auf Polnisch Śląska Poręba Średnia. Dem damaligen Reiseaufkommen nach waren die Bahnanlagen ausreichend ausgelegt. Ein kleines Empfangsgebäude, ein Güterschuppen mit Ladegleis, Hausbahnsteig, Überholgleis mit Bahnsteig sowie ein Abstellgleis genügten den Anforderungen. Heute stehen nur noch Gebäude. Die Gleise sind zurückgebaut worden. Es besteht nur noch ein durchgehendes Gleis. Eine Zugkreuzung ist nicht mehr möglich. Von Mittelschreiberhau windet sich die Strecke entlang eines Berghanges auf einer Länge von 3 Kilometern bis nach Oberschreiberhau, auf Polnisch Śląska Poręba Górna. Dabei wird ein Höhenunterschied von knapp 50 Metern überwunden. Auf einer Seite der Strecke erstreckt sich der Kamm des Riesengebirges, auf der anderen der des Isergebirges. Der Streckenverlauf nach Oberschreiberhau führt unmittelbar an der Lungenheilstelle Moltkefels vorbei. Wenige Minuten später ist der Bahnhof Oberschreiberhau erreicht. Hier endete zunächst die Zackenbahn. Der Bahnhof Oberschreiberhau liegt in 708 Meter Höhe und 29 Kilometer vom Ausgangspunkt der Zackenbahn Hirschberg entfernt. Das zweite Teilstück der Zackenbahn wurde am 25. Juni 1902 dem Verkehr übergeben. Wie die Zeitung Der Bote berichtete, hatte ganz Schreiberhau dazu extra Festschmuck angelegt. Die Begeisterung bei den Einheimischen war groß. Der Bahnhof Oberschreiberhau präsentierte sich zur Öffnung als ein bescheidener Bau im Blockhausstil. Der anschließende Fachwerkbau beherbergte die Bahnhofsgaststätte. Rund ein halbes Jahrzehnt später, 1908, empfing bereits ein stattliches, neues, zweistöckiges Bahnhofsgebäude im Heimatstil die Fahrgäste. Der Bahnhof Oberschreiberhau verfügte über zwei Bahnsteiggleise, verschiedene Ladegleise und sogar eine Drehscheibe, die allerdings Anfang der 1920er Jahre wieder ausgebaut wurde. Ab 1923 erhielt der Bahnhof eine Bahnsteigüberdachung sowie Anlagen für den elektrischen Zugbetrieb. Und damit kamen dann auch die elektrischen Lokomotiven oder Triebzüge über den Gebirgskamm weiter bis nach Polaun in der Tschechoslowakei, dem vormaligen Grüntal. Der bauliche Zustand des Bahnhofs ist seit dem letzten Umbau von 1923 nahezu unverändert. Das Empfangsgebäude und Halle sind an einem sehr guten originalen Zustand erhalten geblieben. Der Bereich des Fahrkartenschalters ist dem modernen Zeitgeist angepasst. Angepasst wurden auch die Bahnsteige an die Züge der Zackenbahn. Wir sind in Oberschreiberhau angekommen. Mit diesem Winterpostkartenmotiv teilten Urlauber und Wintersportfreunde ihre Freude über einen Winterurlaub dem Rest der Welt mit, die auch seinerzeit reichlich mit der Bahn anreisten. Was den einen freut, ist, ist des anderen leid. Die Eisenbahner der Zackenbahn bekamen das oft in den schneereichen Wintern zu spüren. Nur mit Mühe und viel Einsatz von Mensch und Technik konnte der Betrieb über den Kamm aufrechterhalten werden. Dampflokbespannte Schneeschleudern bahnten sich den Weg durch die Schneemassen. Trotzdem konnte man es nicht verhindern, dass Züge tagelang im Schnee festsaßen.
Offensichtlich haben diese Eisenbahner den Humor dabei nicht verloren. Vielleicht war es ja auch gerade Weihnachtszeit. Dieser eingeschneite Zug wurde mit Tannen geschmückt. Nach dem Spaß wurde geschaufelt und die Züge zurück nach Oberschreiberhau geschleppt. Mit diesem kurzen historischen Rückblick in die schneereichen Winter des Gebirges fahren wir auf der Zackenbahn weiter. Dabei muss in einen Triebwagen der CD, der Český Dráhy, umgestiegen werden. Es sind Euroshuttle RS1 von Stadler. Nach Verlassen des Bahnhofs Oberschreiberhau zwängt sich der Triebwagen durch einen engen Einschnitt. Unser nächster Halt ist Láska Poremba Huta, der ehemalige Bahnhof Josefinenhütte. Das gleichnamige Glaswerk unweit des Bahnhofs war der Namensgeber für diese Station. Die umfangreichen Gleisanlagen waren notwendig, um Personenzüge, die bis Oberschreiberhau fuhren, hier abstellen zu können, da der Bahnhof Oberschreiberhau nur begrenzt in Spitzzeiten aufnahmefähig war. Triebwagenzüge, die nach Grüntal weiterfuhren, wurden hier vor ihrer Weiterfahrt geteilt, aus Kostengründen, da bei Grenzübertritt jede Achse zählte. Außerdem war Güterverkehr für die Josefinenhütte abzuwickeln. Machen wir einen kleinen Abstecher zur Josefinenhütte. Die Schaffgottsche Grundherrschaft erteilte 1617 einer aus Böhmen eingewanderten Glasmacherfamilie die Erlaubnis zum Bau und Betrieb einer Glashütte. Am 7. Juli 1842 wurde eine weitere Glashütte eröffnet und nach der Gräfin Josephine von Schaffgottsch als Josefinenhütte bezeichnet. Die Josefinenhütte entwickelte sich zu dem bedeutendsten Industriebetrieb des Ortes. Die Hütte war bis 1923 im Besitz der Familie Schaffgottsch. Im selben Jahr erfolgte die Zusammenlegung mit der Heckertschen Glashütte in Petersdorf und der Hermsdorfer Firma Neumann und Stäbe zu der Josefinenhütte AG, die bis 1945 in Betrieb blieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb verstaatlicht. 1958 wurde die Hütte in Kristallhütte Julia umbenannt. Seit 1999 wird in dieser Hütte kein Glas mehr produziert. Die leeren Gebäude sind dem Verfall preisgegeben und werden wohl irgendwann abgerissen werden. Wir fahren auf der Zackenbahn dem nächsten Ziel entgegen, Jakobstal. Auf Polnisch Jakuschice. Die Station Jakobstal liegt in 886 Meter Höhe am Neuweltpass
und war einst Preußens höchstgelegener Bahnhof. Der Bahnhof bestand aus zwei Bahnsteiggleisen, einem Verladegleis mit Laderampe und Stationsgebäude. In der näheren Umgebung befanden sich mehrere entlegenere Siedlungen, meistens Glashütten, die mit der Bahnstation an den Verkehr angebunden waren. Anfangs hieß die Station Haltestelle Karlstal. Später wurde sie in Bahnhof Jakobstal umbenannt. Der Fremdenverkehr spielt bis heute eine große Rolle, weil vom Jakobstaler Pass aus der Riesengebirgskamm und das Isergebirge leicht zu erreichen ist. Weiter geht es durch das wildromantische Gebirge dem nächsten Bahnhof entgegen, Harachov, auf Deutsch Harachsdorf, der jetzt auf der tschechischen Seite der Zackenbahn liegt. Ursprünglich hieß er einmal Strickerhäuser, auf Polnisch Katsche. Am 10. Oktober 1958 schlossen die Republik Polen und die Tschechische Republik, bis 1960 abgekürzt CSR, einen Staatsvertrag über einen Gebietsaustausch im Grenzgebiet zwischen Slaska Poremba und Harachov. Am 27. April 1959 trat dieser Vertrag in Kraft. Der bislang in Polen verlaufende Abschnitt von den Haltestellen Katsche bis zum Isarviadukt lag nun auf dem Gebiet der CSR. Die neue Staatsgrenze wurde im Abstand von etwa 50 Metern parallel zum Gleis gezogen. Die Infrastrukturgrenze zwischen PKP und CSD lag am Kilometer 43, also an gleicher Stelle wie vor dem Gebietstausch. Wir verlassen Harachov, den letzten Bahnhof vor dem Endpunkt unserer Reise nach Korzenow, dem früheren Grüntal. Nach Durchquerung des Isartunnels fährt der Zug über den Isarviadukt. Der Isarviadukt ist eine Stahlkonstruktion auf drei Pfeilern, wobei drei Brückenteile mit einer Länge zu je 20 Meter als Fischbauchträger und das zentrale mit einer Lichtweite von 40 Metern größte Brückenteil als Fachwerkkonstruktion ausgeführt ist. Nach Verlassen des Isartunnels überquerten die Züge den 25 Meter hohen und 115 Meter langen Viadukt mit dem Grenzfluss Isar und erreichten damals österreichisches, nach Ende des Ersten Weltkrieges tschechisches Staatsgebiet. Wir passieren jetzt den Viadukt und erreichen nach einer kurzen Schleife den Endpunkt der Zackenbahn. Dieses Teilstück wurde am 1. Oktober 1902 dem Verkehr übergeben. Damit war die letzte Lücke der Bahn geschlossen worden. Zur Eröffnung der Strecke
hatte die Eisenbahndirektion Breslau zu einer Eröffnungsfahrt geladen und ein besonderes Gedenkblatt zur Erinnerung drucken lassen. Der Bahnhof Korzenow, bis 1918 Grüntal, später Pullauen, war ein Grenzbahnhof mit Pass- und Zollkontrolle. Hier endete von 1923 bis 1945 der elektrische Zugbetrieb von Hirschberg. Reisende mussten von den Zügen der Preußischen Staatsbahn bzw. Deutschen Reichsbahn in die Züge der Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn umsteigen. Durchgehende Reisezüge über Pullauen hinaus gab es nicht. Der Güterverkehr war davon nicht betroffen. Heute ist Korzenow ein normaler Durchgangsbahnhof. Die Züge, die von Oberschreiber Hau kommen, fahren bis Lieberetz weiter. Die Bahnhofsbauten umfassten ein Empfangsgebäude und ein Gemeinschaftsgebäude der Zollverwaltungen mit jeweils zugehörigen Zollböden. Ferner gab es eine Fahrzeugwerkstatt mit zwei Gleisen, einen vierständigen Lokschuppen, eine Wasserstation sowie Anschlussgleise für die örtliche Kohlehandlung und Basaltverladung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutete auch das vorläufige Ende der Zackenbahn. Mit Kriegsende 1945 war der Zugbetrieb auf der Zackenbahn eingestellt worden. Durch Sprengung des Bober-Viadukts in Hirschberg konnten viele der gestrandeten E-Loks nicht mehr rückgeführt werden. Bereits am 9. Mai 1945 forderte die Eisenbahndirektion Königgrätz die unbeschädigte Übergabe allen Eisenbahnmaterials an die Bediensteten der JSD. Dem Abtransport der Loks folgte die Demontage der Fahrleitung und der elektrischen Ausrüstung. Nach dem 27. Oktober 1945 demontierte die polnische Staatsbahn einige Gleisjoche an der Staatsgrenze. Auf dem Gebiet der Tschechoslowakei blieb das Gleis bis zum Isar-Viadukt ungenutzt liegen. Um die Zackenbahn wurde es still. Erst 63 Jahre später sollte wieder Bewegung um diese Strecke kommen. Am 5. Februar 2008 wurde ein polnisch-tschechischer Vertrag für den Wiederaufbau der grenzüberschreitenden Trasse nach Harrachov vereinbart. Die Wiederaufnahme des durchgehenden Bahnverkehrs war für Dezember 2009 vorgesehen. Im Juni 2009 begannen auf polnischer Seite die Arbeiten zur Gleiserneuerung. Innerhalb von 2 Monaten wurde das alte Gleis demontiert und der Bahnkörper für die Neuverlegung vorbereitet. Im August 2009 war die Montage des Neubaugleises in vollem Gange. Die Arbeiten auf tschechischer Seite begannen am 12. Oktober 2009 mit dem Abriss des alten Gleises zwischen Harrachov und der Staatsgrenze zu Polen. Im Juni 2010 wurden auf polnischer Seite die Bauarbeiten abgeschlossen. Am 2. Juli 2010 verkehrte erstmals ein Sonderzug für offiziell geladene Gäste von Slaska Poremba nach Korzenow. Der planmäßige Reisezugverkehr mit 5 Zugpaaren täglich zwischen Oberschreiber Hau und Korzenow wurde dann am 28. August 2010 offiziell aufgenommen. In Korzenow endet auch unsere Reise zur Geschichte und Gegenwart der Zackenbahn. Die Bahn verbindet auf knapp 49 Kilometer Streckenlänge die Region zwischen Isar und Riesengebirge. Der Güterverkehr spielt keine Rolle mehr. Vielmehr dient diese landschaftlich schöne Strecke immer mehr dem Tourismus, ob Sommer oder Winter. Also, worauf warten Sie noch? Es gibt noch viel zu entdecken. Rechts und links der Strecke auf der Zackenbahn zwischen Hirschberg und Korzenow.
Mit Teil 2, liebe Zuschauer, über die Zackenbahn geht auch unsere Sendung leider wieder zu Ende. Uns gibt es wieder demnächst hier auf gleicher Welle und Kanal. Dann mit neuen Themen über die Eisenbahn und natürlich auch über die Modelleisenbahn. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihr Frank Buttig.